Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um meine Schminksammlung. Viele von euch haben sich das gewünscht, dass ich endlich mal ein Schminksammlungsvideo abdrehe mit Schminkaufbewahrung und. Und ich habe mich da wirklich lange vor gescheut. Das hat folgenden Grund. Ich habe keinen Schminktisch in dem Sinne. Ich habe mir also im Vorfeld jetzt auch einige YouTube-Videos angesehen über Schminksammlungen und habe immer gedacht, wow, erstens haben die viel. Zweitens, mein Gott, haben die schöne Schminkplätze, wo ich fast neidisch werden könnte, weil ich denke so, ich hätte auch so gerne einen Schminktisch, wo alles so an einem Ort ist, wo man sich bedienen kann und so. Und ja, zum einen wollte ich also jetzt im Vorspann schon mal sagen, ich habe gar nicht so viel. Zum zweiten habe ich mich deshalb davor gescheut, dieses Video zu drehen, weil ich nicht genau wusste, wie. Ich schminke mich also täglich in unserem Bad. Ich habe da einen großen Spiegelschrank für mich alleine. Ich weiß, das ist schon der pure Luxus und ich habe auch eine Ablagefläche für mich alleine, wo meine Pinsel stehen, mein Schminkkörbchen, was ich immer tausche und wechsle. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe also bei uns im Haus auf dem Dachboden mir eine kleine Ecke gemacht, in der filme ich. Und dort steht eine Kommode, eine weiße Kommode mit drei großen Schubladen. Und die ist voll mit meinem Zeug, also mit meinem Schminkzeug. Das zeige ich euch jetzt auch. Und da bediene ich mich halt eben dran, wenn ich mein Schminkkörbchen für unten immer austausche. Es ist so, dass in meinem Spiegelschrank ist immer meine komplette Foundation, einige Mono-Lidschatten und meine Lidschattenpaletten. Aber ich habe dann halt eben oben in dem Komödchen habe ich dann halt auch noch ein paar Paletten, die ich nicht so gerne benutze und viele andere Mono-Lidschatten und meine Blushes und meine Bronzer und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, es doch einmal abzudrehen für euch. Dann könnt ihr euch so einen Überblick verschaffen, was so alles da ist und was nicht da ist. Und irgendwann werde ich vielleicht auch mal einen schönen Schminktisch haben, werde das alles schön einrichten. Dann gibt es ein Update von diesem Video, dann mache ich euch ein neues und zeige euch meinen neuen Schminktisch. Aber das ist noch lange hin, bis ich mir dafür Platz geschaffen habe. Und bis dahin sieht es so aus, wie es im Moment bei mir zu Hause aussieht. Und das zeige ich euch jetzt und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, das hier ist das Bad, in dem ich mich täglich schminke. In diesem großen Spiegelschrank befindet sich alles, was ich zum täglichen Gebrauch brauche, auch für meine Haare. Hier seht ihr schon mal, wo ich meine tägliche kleine Sammlung aufgebaut habe. Da gehen wir jetzt aber gleich nochmal näher ran und dann zeige ich euch alles. Ja, hier in dieser Ecke befindet sich als allererstes ein Radio. Das brauche ich morgens, um Nachrichten zu hören. Hier sind ein paar Haarutensilien drin, Haarbürste, Kamm, ein paar Klemmerchen. Und dann öffne ich jetzt mal die erste Tür mit euch. Und zwar habe ich hier unten eins von meinen Parfums und hier unten noch zwei Parfumproben und eine Gesichtscreme, in dem Fall jetzt von Shiseido, eine Probe. Den hatte ich frisch gewaschen, ich weiß auch nicht. Den habe ich, glaube ich, zum Trocknen da reingelegt. Und hier haben wir meine Deos, die ich im Moment verwende, immer so im Wechsel, weil ich das eine hier von Duschdas noch teste. Hier oben drüber habt ihr meine Haarprodukte, also diese Finish Cream von Frizzies, mein Redken All Soft Argan Öl, das Balea Aqua Spray, ein Trockenshampoo und das ist ein Hitzeschutz von GHD. Und ganz oben im Schrank seht ihr meine Parfums. Die habe ich euch im Parfum-Video alle schon einzeln vorgestellt. Neu dazu gekommen ist das Bettina Barty Vanilla Original. Das riecht also wirklich ganz doll nach Vanille. Das riecht total lecker. Das wollte ich euch auch gerne zeigen. Also das ist jetzt die erste Tür, die ich für euch geöffnet habe. Dann seht ihr hier oben ganz links von P2 ein Handpeeling und ein Haargel für meinen Sohn und False Lashes und ein Backup von der Nivea Make-up-Basis, die benutze ich im Moment. Dann haben wir da oben mein MAC Fix Plus und eine Creme von Anna Jacquet. Das war eine Probe. Hier oben ist der P2 Le Melding Touch Primer und nochmal von Olas eine Creme, die ich ganz gern mal benutze. Da hinten seht ihr von Alverde meine Seife und ein paar Bibo-Stäbchen. Eine Etage tiefer haben wir hier von MAC meinen Pinselreiniger, den ich immer brauche. Hier drin hatte ich meine Seife, im Moment ist da keine drin und nochmal ein Backup vom Ebeline Eye. Hier habe ich eine Linola Gesichtscreme und das hier ist mein kompletter Schrank mit meinen Foundations. Diese beiden teste ich jetzt im Moment noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video online kommt, aber ich werde die noch ein paar Tage testen, denke ich. Max Factor Whipped Cream, Max Factor CC Cream, dann haben wir hier die Super Skin Better Stay von Maybelline, oben eine Derma Blend, meine Armani Foundation, Shiseido Foundation, L'Oreal Lumi Magique, die L'Oreal Eau de Teint Nude Magique, die steht hier hinter, ein bisschen versteckt. Dann habe ich hier noch von Clarins eine sehr schöne und meine Lustre Drops von MAC. Hier ist noch von Max Factor Masterpiece ein Lidschatten drin. So ein flüssiger. Und hier unten haben wir dann auch die Lidschatten, die Mono-Lidschatten, die ich im Moment verwende oder gern verwende. Das sind meine Color Tattoos, die ich hier oben habe. Dann habe ich hier noch ein
Paint Pot von MAC in der Farbe Rubenesque. Und ich habe doch noch einen hier, das ist der Quiet Natural, den benutze ich auch super, super gerne. Dann von P2 Matt Dream, das ist der Brown Delight zum Ausblenden in der Lidfalte. Und das ist der NYX Taupe Lidschatten, den benutze ich auch gerne zum Ausblenden. Dann mein Rival de Loop Baked Eyeshadow, Cream Cake heißt die Farbe, glaube ich. Meine beiden Max Factor Mono Lidschatten, die ich gerne verwende im Alltag. Von Chanel nochmal eine Ebloui heißt die Farbe, 86. Das ist so ein Plumton, sehr, sehr schön, hatte ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Von Essence, mein Gel Eyeliner von MAC. P2 Catch the Glow, ihr kennt sie alle von meinen Videos. Dann haben wir hier ein paar Paletten und zwar ist hier eine Palette von Kiko, die neue von Estee Lauder, die ich gekauft habe im Duty Free. Meine Art Deco Palette, die ich mir selbst zusammengestellt habe und eine Sleek Palette, das ist die Au Naturel. Hier habe ich von P2 Beauty Rebel LE diesen Highlighter und Lidschatten in einem. Und hier war bei einer Naked Palette von Urban Decay waren diese ganzen Primer dabei zum Testen. Da habe ich auch schon zwei von verwendet. Würde ich jetzt nicht kaufen unbedingt, aber hier haben wir meine drei Paletten. Einmal von Too Faced, meine Chocolate Bar, dann die Naked 2 und die Naked 3. Und hier oben habe ich noch einmal eine Dior Palette. Und daneben habe ich gestellt meine MAC Palette, die ich mir auch selbst zusammengestellt habe. Und ja, das war jetzt der mittlere Schrank. Und im letzten Schränkchen seht ihr hier oben mein Ben Eye Puder, ein paar Puderquasten, darunter ist noch mein Catrice Eyebrow Set und da befindet sich noch mein Chanel Puder. Hier drin Utensilien, die jeder im Bad braucht. Schere, Pinzette, Super Pinzette und da oben sind meine von NYX diese Jumbo Eye Pencils, drei Stück. Der schwarze fehlt jetzt hier. Dann habe ich hier meinen Primer von Essence, neu entdeckt, finde ich ganz toll. Das ist nochmal eine Augencreme von Balea. Hier ist der MAC Prep and Prime, den ich nicht so besonders finde, aber ich will ihn jetzt leer kriegen unbedingt. Und dann noch meine Lippenpflege von Labello. Und hier sind nochmal ein paar Lippenstifte. Das ist von Clarence einer, das ist der neue von Kiko. Und dahinter seht ihr ein paar Lippenstifte von MAC. Und hier unten in diesem Glasbehälter habe ich meinen Schmuck, den ich so täglich immer wechsle. Und hier sind auch nochmal Ringe drin und ein paar Ohrringe. Den Professional habe ich immer noch nicht leer gemacht. Und hier ist nochmal eine kleine Creme von Good Skin Labs. Hier liegen ein paar kleine Pinselchen, die gerade trocknen. Und dann habe ich hier einen, das ist eigentlich ein Blumentopf. Da sind meine ganzen Stifte drin, die ich so am Tag, die ich so täglich brauche. Und zwar habe ich hier zum einen von Catrice einen Augenbrauenstift drin, welchen ich aber auch ganz gerne verwende und den ich auch jetzt gerade leer mache, ist von La Cura Beauty, dieser Brünett. Und hier in dieser Klorolle, ein bisschen unkreativ vielleicht, habe ich dann meine Lip Liner drin und diverse Kajalstifte. Hier seht ihr meine beiden Ebeline Kabuki Pinsel, die ich sehr, sehr liebe. Und hier mit diesem kleinen, den habe ich auch gerade frisch gewaschen, da mache ich halt immer meinen Paintpot drauf in der Farbe Soft Ochre. Und hier ist nochmal ein kleiner Anspitzer und mein Ebeline Eye habe ich jetzt gar nicht, beziehungsweise das ist jetzt dieser Sponge von Real Techniques, den müsste ich mal sauber machen. Der steht hier in meinem Eierbecher von Milka. Und was haben wir hier? Das ist der Studio Cascade Concealer in der Farbe NW25. Den trage ich am liebsten auf mit diesen Pinseln. Und hier seht ihr auch schon all meine Pinsel. Hier habe ich also meine Puderpinsel, den Large Powder Brush von Sigma. Hier habe ich noch einen von der Stephanie's Delicious. Dann habe ich hier einen von Ebeline, einen Rouge Pinsel, meinen Lieblings Rouge Pinsel von Real Techniques. Dann habe ich hier so einen konischen und den hier nehme ich gerne, diesen Contour Brush nehme ich gerne von Real Techniques zum Konturieren. Und ja, diverse Pinsel halt. Und hier ist halt der von Kiko mit den beiden Seiten. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Hier habe ich auch noch ein paar Pinsel und zwar sind die fürs Auge, beziehungsweise dieser Fächerpinsel, damit trage ich meinen Highlighter auf. Hier habe ich dann halt eben, ja, so ein bisschen für mich sortiert. Auf der rechten Seite hier sind halt die Blendepinsel und die Lidschattenpinsel und hier sind ein paar kleinere Pinsel drin. Und die Tasche nehme ich mal raus, die habe ich schon ewig lange. Und dann seht ihr, was ich im Moment so in Verwendung habe. Da habe ich meinen MAC Highlighter Soft and Gentle, meinen MAC Prep and Prime Puder, den Bahama Mama Bronzer, den Michael Kors Bronzer. Das hier ist Dainty von MAC, einen Blush. Und welchen ich auch immer wieder brauche, ist natürlich der Milani Blush in Luminoso. Ich liebe ihn. Und das ist ein Blush von NYX in der Farbe Cocoa. Der passt im Moment zu meiner Hautfarbe. Und auch der von Art Deco mit diesen zwei Phasen, den liebe ich sehr. Und das sind also die Produkte, die ich dann immer mal austausche.
Und in dieser Tasche habe ich halt eben verschiedene Mascaras, die ich teste oder die ich gerne mag. Das ist jetzt die Clumptify von Manhattan, die mag ich sehr. Die Glamour Doll von Catrice habe ich noch nicht so oft drauf gehabt, finde ich aber auch gut. Hier habe ich meinen Concealer, den ich im Moment verwende. Das ist auch dieser Superstay Better Skin. Dann habe ich hier noch einen viel zu hellen Concealer im Moment von La Mer, aber den liebe ich so, der muss einfach hier unten bleiben. Und was ist da noch drin? Ja, mein Kompaktpuder von Max Factor natürlich. Im Moment benutze ich die Farbe Toffee. Und dann habe ich hier noch einen Primer von Smashbox mit drin. Da wechsle ich halt eben auch mal. Ja, und dieses Schätzchen hier ist neu in meiner Sammlung. Das habe ich bei Nanunana gekauft für 19,95. Ist auch noch nicht ganz so lange her. Da habe ich 3 Schubladen. Das ist nicht besonders groß, aber ich habe mir gedacht, da kommen meine Lippenstifte rein. Und deshalb habe ich mich entschieden, hier meine Lippenstifte von Maybelline, glaube ich, rein zu tun. Hier sind welche von P2, diese Matte Dream. Das sind auch alles P2 Lippenstifte, die ich besitze. Hier vorne ist nochmal auch einer von P2, dieser Secret Gloss drin. Den habe ich in der Farbe 010, Secret Whisper. In der zweiten Schublade habe ich meine L'Oreal Lippenstifte, alle wie sie da sind. Hier ist der J.Lo und hier ist nochmal ein roter und 2 Caress. Und hier vorne meine Max Factor Lippenstifte. Da soll sich eigentlich die Sammlung noch ein bisschen erweitern und da muss ich mal gucken. Aber ich liebe diese Farbe. Das hier jetzt, ist jetzt Midnight Mauve und ja, Burnt Caramel habe ich dann noch. Und diesen Sun Bronze, das ist dieser hier. Ja, und die liebe ich halt eben sehr und das sind halt so meine Lieblingslippenstifte, wo ich auch immer switchen will und wo ich jeden Tag die volle Auswahl brauche, so ein bisschen. Und dann habe ich hier oben meine Glosse, meine heißgeliebten Glosse. Hier habe ich noch einen von Flormar, den habe ich mal geschenkt bekommen. Hier ist auch wieder ein Essence XXXL Long Lasting, das ist so ein Matter. Meine Max Factor, mein Lipfinity von Max Factor, mein Dior Addict, ein Caress habe ich ja noch und ja, von Manhattan habe ich mich ein bisschen eingedeckt mit den Sweet and Tasty und High Shine Lip Glossen. Ich liebe sie einfach. Was habe ich hier vorne noch? Ah ja, das ist nochmal hier so ein Lips to Last von Manhattan. Also die sind auch sehr, sehr gut. Habe ich auch schon mal getragen, teste ich aber immer noch. Und das war es im Grunde. Ups. So, das war es im Grunde. Also da befinden sich meine Lippenprodukte. Da seht ihr dann auch meinen Spiegel, an dem ich mich täglich schminke. Und hier oben habe ich dann noch ein bisschen Schmuck hängen von mir. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen von der lieben Vicky von Soul Goodies. Dieses Herz habe ich mal bekommen und da hänge ich halt dann immer so Ketten dran und so weiter, was ich halt gerne trage, was ich immer zum Wechseln habe. Und ja, das war's. Ja, und hier sitze ich nun also immer und filme für euch. So, nun öffnen wir die erste Schublade. Hier seht ihr schon die Boxen of Beauty, die ich alle so bekommen habe. Die sind alle wiederverwendet worden. Hier in der ersten Box habe ich meine Puder, die ich nicht in täglichem Gebrauch habe. Und zwar habe ich hier einmal von La Cura Beauty ein Puder. Hier ist eins von Art Deco, das ist ein loses Mineral Puder. Hier habe ich dieses Superstay 24 Stunden von Maybelline, ein Kiko Puder. Hier drunter ist noch eins von L'Oreal, das Catrice Skin Finish. Hier ist ein schönes Puder von Clinique, auch ein loses Puder. Hier ist nochmal ein altes von L'Oreal Secrets, eins von P2, meine beiden Max Factor Facefinity, die ich sehr liebe. Das sind die beiden, die ich im Moment nicht verwende. Und dann habe ich da noch eins drin von Essence und von Grimace. Das ist ein ganz altes. Die verwahre ich hier in dieser Box. Ich will jetzt auch nicht auf alles Einzelne so genau eingehen, weil ich euch die gerne nochmal in Ruhe zeigen will. Und die Puder teste ich auch noch im Augenblick. Dann haben wir hier meine Blushes. Da habe ich 2 Blushes von Catrice. Das neue von P2, Cheeks and Lips. Dann haben wir hier eins von Bella Pierre. Das war mal in der Glossy Box. Das gefällt mir sehr gut. Benefit Coralista Candy Floss von der P2 Catch the Glow LE. Darunter befinden sich noch ein paar alte. Und hier haben wir 3 Blushes von Sleek. Eins von NYX. Das ist der Konturbronzer eigentlich, in der Farbe Taupe. Den habe ich gerade hochsortiert. Der ist falsch gelandet. Der kommt eigentlich bei den Bronzern rein. Und hier habe ich 3 Blushes von MAC. Das ist einmal die Farbe Love Thing. Das ist so ein Mineralize. Dann habe ich hier den Supertone. Und dieser hier, das ist der Desert Rose. Einer meiner ersten. Ja, dann habe ich hier Bronzer, die ich aktuell nicht verwende. Das ist der Honolulu Bronzer, Catrice, aus der P2 CeraVe LE, Altera. Die habt ihr ja alle schon in meinem Bronzer-Video gesehen. Der MAC Harmony,
der Hoola von Benefit und mein Chanel Bronzer. Und hier drin sind die Highlighter. Also Highlighter habe ich nicht allzu viele. Hier ist auch noch ein Lippenstift drin von Shiseido, ein ganz alter roter. Hier ist einmal dieses Catrice Prime and Fine Mary Luminizer und diese Color Cream Base, glaube ich, heißt die Color Cream, Cream Color Base von MAC in der Farbe Pearl, den ich gerne als Highlighter verwende. Hier habe ich jede Menge Mascaras drin, die ich im Augenblick auch nicht verwende. Eine ganz neue Chanel Volume, The Rocket und so weiter und so fort. Also ein paar, die ich noch testen möchte. Die sind auf jeden Fall noch unangetastet und verschlossen. Und ja, die hier hatte ich schon mal in Gebrauch. Die hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen ist sie damit reingeflogen. Ich muss mal gucken, ob man die überhaupt noch verwenden kann. Dann habe ich hier Lippenstifte. Das hier sind alles Lippenstifte von Rival de Lubien. Das sind also verschiedene. Hier zum Beispiel die Farbe Mademoiselle, die mir sehr gut gefällt. Oder Nude Breeze, den hatte ich sogar doppelt. Dann habe ich hier noch einen alten drin von Art Deco. Hier habe ich einen von NYX. Das ist die Farbe Nude einfach nur. Und ein paar von Catrice sind hier noch drin. Und dann noch einer von L'Oréal Caresse. Das ist der Dating Coral, glaube ich. Ja, Dating Coral. Und von Heidi, die 008 Spice müsste das sein, genau. Also hier sind nochmal Lippenstifte drin. Hier habe ich noch zwei Lippenstiftständer. Die hatte ich mal in Gebrauch. Da standen die alle drin, aber ich fand es jetzt so praktischer einfach. Und hier haben wir Monolidschatten, die ich im Augenblick nicht so verwende. Hier den P2 Matte Dream Eyeshadow in der Farbe Brown Delight. Den habe ich unten auch nochmal. Das ist jetzt eigentlich ein Backup, ebenso wie dieser. Ich weiß nicht, warum ich den zweimal gekauft habe, aber zwei Backups schaden ja auch nichts, ne? Dann habe ich hier noch von Catrice Monolidschatten drin, Intensive Eye Wet Shadow und von Essence der 3D. Und dann habe ich hier noch von P2 Metal Eyes und noch einen flüssigen, beziehungsweise so ein mit Applikator 24 Stunden. Der ist eigentlich auch sehr, sehr schön, den könnte ich mal wieder mit runternehmen. Und hier habe ich dann meine Concealer. Das heißt, ich habe einmal hier die Concealer-Palette von Catrice. Effect Me Up Concealer von Benefit, dann mein MAC Pro Longwear Concealer, den ich sehr, sehr liebe, aber im Moment nicht benutzen kann, weil ich nicht die entsprechende Hautfarbe habe. Mein Z-Pore von Good Skin Labs, das ist auch noch hier mit drin. Dann habe ich hier den Löscher, der ist fast alle, aber ich habe es noch nicht ganz geschafft, ihn zu leeren. Und dann noch einen von Clinique und hier ist noch einer von Astor mit drin. Und hier habe ich, glaube ich, noch den von P2. Genau, die sind im Moment alle zu hell für mich. Und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist die Camouflage Cream von Catrice. Im Moment auch für mich zu hell. In der 010 Ivory ist das, glaube ich. Ja, das war jetzt schon mal die erste Schublade. So sieht sie aus. Und da tausche ich halt eben dann immer die Produkte entsprechend aus, tue die in mein Schminkkörbchen und der Rest kommt wieder hier rein. Dann öffnen wir die zweite Schublade. Hier haben wir einmal ganz alte Bronzer von mir, von Art Deco. Die sind wirklich alt. Also ich mache den mal auf, hier den einen. Ihr seht, voll hit the pan und so. Ne? Habe ich also ordentlich benutzt. Und fast den gleichen habe ich nochmal. Also zwei insgesamt. Dann habe ich hier noch ein paar alte Pinsel drin, die ich im Moment nicht verwende. Hier vorne sind Lidschattenpaletten drin von Sleek. Dann diese Nude-Palette von Catrice habe ich hier noch drin und von Dior eine Palette, die ist auch wunderschön, die hatte ich auch in dem Dior-Video gezeigt. Eine ganz tolle Palette, die habe ich mir mal im Urlaub im Beauty Free gekauft. Und hier unten drin ist noch eine kleine Palette von Rival de Lubien, die ich aber ganz toll finde, das ist diese Western City. Ja, eine super schöne Palette. Hier habe ich noch jede Menge Stifte, das heißt hier drin sind Kajalstifte in Schwarz. Ich habe hier von Clinique diese ganz weichen Kajalstifte, die habe ich sehr, sehr lange sehr gerne verwendet. Benutze ich auch im Moment noch gerne, aber im Moment halt nicht im Gebrauch. Dann habe ich hier von Art Deco noch Magic Eyeliner. Und dann habe ich hier noch, ach seht ihr, meinen schwarzen von NYX Jumbo Eye Pencil 601 Black Bean. Diverse Augenbrauenprodukte, Kajalstifte und so weiter. Hier drin habe ich nochmal einen Bronzer, dieser Double Act. Das ist allerdings ein Bronzer und Blush gleichzeitig. Da konnte ich mich irgendwie nicht entscheiden, wo ich den wohl unterbringen soll. Es ist dann nicht ganz so einfach, das zu öffnen mit einer Hand. Der sieht so aus. Den benutze ich nicht ganz so gerne. Also ich würde jetzt nicht sagen, es war ein Fehlkauf, aber ich muss noch mal gucken, was ich mit dem genau mache. Der ist halt eben hier drin. Dann habe ich hier noch eine getönte Feuchtigkeitspflege. Dann habe ich hier einen Define Your Lip Line von P2.
eine Lip Base von Rival de Loup, die auch sehr gut ist, aber ich mache ja im Moment den von MACLAIR, den Prime and Fine. Dann habe ich hier eine Art Deco Eyeshadow Base, die auch gut ist. Zwei Anspitzer, einen von Lacoura und einen von Dior. Und nochmal eine Eyeshadow Base. Und hier noch eine Creme von Clinique. Das ist ein True Bronze Bronzing Gel for Face. Also das habe ich auch mal ganz gerne benutzt. Ist auch schon fast leer. Dann habe ich hier Lip Liner, die ich im Augenblick nicht benutze. Hier sind Lip Glosse, die ich im Augenblick nicht benutze. Die Color Star Lip Cream von P2. Das hier ist jetzt zum Beispiel die Ava Gardner. Dann habe ich hier noch die Romy Schneider. Was ist da noch drin? Von NYX einmal die Farbe Peach. Das weiß ich auswendig. Und Baby Doll oder so ähnlich. Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Doll Pink. So heißt sie. Doll Pink. Dann von P2 Couture. Den hatte ich mal zugeschickt bekommen von P2. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und diese Dinger hier von Maybelline, diese Superstay 24 Stunden Color, die habe ich wirklich ganz, ganz lange, ganz, ganz gerne getragen. Und hier ist auch noch ein P2 Color Lip Cream. Betty Davis, genau, der fehlte noch. Hat mich schon gewundert. Und der XXL Long Lasting von Essence, den mag ich auch sehr gerne. Und hier vorne sind noch Lidschattenpaletten drin, die ich im Augenblick nicht verwende. Das ist halt eben meine Dior Lidschattenpaletten. Hier habe ich noch leere Art Deco Lidschattenpaletten. Das ist jetzt hier sogar meine erste. Die sind allerdings leer. Dann habe ich hier die leere Creme de Rose, wo ich immer noch hinterher heule. Einen Uma Gel Eyeliner. Den fand ich, glaube ich, nicht so gut. Und das ist nochmal ein kleines Pigment von Essence. Und hier drin befinden sich noch Pinsel, die ich im Augenblick nicht verwende. Da ist auch noch ein Kabuki bei. Das ist hier der von Catrice zum Beispiel. Und hier habe ich eine Kiste, da habe ich sämtliche Sachen reingeschmissen von den Douglas Boxen of Beauty, also diese ganzen Pröbchen. Ich habe nochmal hier eine Garnier BB Cream Augenroll-On, der gehört eigentlich nicht hier rein, sondern der gehört in die andere Schublade. Dann habe ich hier nochmal eine BB Cream, eine Gesichtscreme, ein Feuerzeug, damit ich hier die Kerze anmachen kann. Catrice Prime and Fine, das ist nochmal so ein Primer. Und dann hier von Hildegard Braukmann noch eine komplette Gesichtscreme. Von Chanel eine Probe und von Shiseido Proben und so weiter und so fort. Das ist nochmal eine Probe von Clarins, glaube ich. Jawohl. Ja, und das war die zweite Schublade. So sieht die aus. Und in der dritten Schublade, relativ unspektakulär, da habe ich hier meine Hüllen von meinen Real Techniques Pinseln. Das ist sehr praktisch für unterwegs. Die wollte ich nicht wegtun. Dann habe ich hier meine Urban Decay Naked 2 und Naked 3 Umverpackung. Ebenso wie einen Bilderrahmen und dann noch die Umverpackung von meinem Michael Kors Bronzer. Hier sammle ich meine Back to MAC Sachen. Ich hatte mal all meine Lidschatten depottet und habe die in eine große Palette umgepottet quasi und die habe ich jetzt aufgehoben. Mir wurde nur gesagt, man braucht dazu diese kleinen Pfännchen, die müssen dann auch rein, sonst kann man nicht back to mecken. Und wollen wir mal schauen. Also wenn man 6 Produkte zusammen hat, bekommt man einen Lippenstift umsonst. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwann mal und vielleicht erkennen sie es ja auch so an. Das habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Dann habe ich hier einmal Fake Lashes von Essence und dann noch ein paar Nagelräder zum Bemalen. Hier habe ich noch 2 Kerzenhalter, eine Bürste, hier ist meine Kreide zum Beschriften von meinem Hollywood-Film-Dingsbums, zeige ich euch gleich. Und hier ist nochmal so ein Deko-Objekt. Hier habe ich ein paar Backups von Kiko, die Luxurious Lashes, die ich euch gezeigt habe. Ein Backup, ein Paintpot von MAC, das ist der Soft Ochre, den ich nochmal gekauft habe. Und von Catrice, man weiß ja nie, was ihnen einfällt, ne? Der darf auf keinen Fall leer gehen. Dieser Eyebrow Lifter, den benutze ich zu gerne. Hier unten habe ich dann nochmal ein paar Schwämmchen, den Lacoura Augenbrauenstift und nochmal ein Ebeline Eye. Und im Grunde genommen war es das auch hier mit den Schubladen. Ja, hier könnt ihr nochmal einen kleinen Blick werfen auf meine Nagellacksammlung. Ich dachte, ich filme sie mal mit ab. Da stehen also all meine Lacke drin. Und falls es euch interessiert, das ist also eine Holzkiste mit Verschluss. Da habe ich halt wirklich einfach nur meine Nagelräder drin mit den Nagellacken, die ich mal für euch aufgetragen habe. Oder um sie besser zu zeigen und auch um mich selbst besser daran zu erinnern, wie die Lacke auf den Fingernägeln aussehen.
Und wie gesagt, das habe ich mal selbst gemacht. Das ist einfach eine Serviette gewesen und die habe ich auf ein Holzbrettchen gezogen mit diesem Serviettenkleber. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Damit ist es auch direkt Spritzwasser geschützt und ich fand die so hübsch, diese Serviette, dass ich das umsetzen musste. Und deshalb steht die jetzt auch immer hier und ihr seht die meistens als Hintergrund für meine Videos. Und die Too Faced Chocolate Bar Umverpackung will ich auch nicht wegtun. Die möchte ich auch unbedingt hier im Hintergrund stehen lassen. Die Blume war ein Geschenk von der lieben Debbie. Die steht auch noch hier. Die wird jetzt gehegt und gepflegt. Das war es jetzt, was ich meinte. Dafür brauche ich halt eben die Kreide. Das mache ich immer bei meinen Reviews vorne dran an die Videos. Und das war jetzt der Take 9. Take 10 folgt bestimmt irgendwann, wenn ich mal wieder eine Review mache. Aber das hat mir mein Mann mal bestellt. Fand ich ganz lieb. Und Hollywood Productions und so. Ich fand das einfach witzig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, einen kleinen Einblick gegeben in meine Schminksammlung und Aufbewahrung. Und hinterlasst mir doch bitte einen lieben Kommentar, ob ihr den Eindruck habt, dass das jetzt viel ist oder dass es wenig ist oder dass es ein gutes Mittelmaß ist. Ich weiß, dass ich viel habe. Ich habe viel mehr als viele meiner Freundinnen, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass ich viel weniger habe als viele, die ich bei YouTube gesehen habe, wo ich dachte, oh, so eine Sammlung, das kann man doch im Leben nicht aufbrauchen. Also das ist immer so ein Zwiespalt und ich denke, ich habe ein ganz gutes Mittelmaß, aber doch schon viel. Also so schätze ich das selber ein und ich würde gerne von euch wissen, liege ich da richtig oder habe ich übertrieben? Muss ich dringend ausmisten oder brauche ich dringend noch irgendwas? Das würde mich interessieren. Einfach so, der Austausch, den mag ich ja immer sehr. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!